Gut, dann machen wir halt nochmal ein normales Ende. Übrigens hat vorhin Herr Junger was geschrieben. Warte mal. Ach nee, Mutti war das. Da hing doch beim ersten Durchlauf mal so eine Frau von der Decke, die Hände offen hatte. Ja. Und dann verbrannt ist. Ja. In dieser Vision war das, ne? Ja. Das war doch auch Rebecca gewesen, oder nicht? Also, oder? Kann sein. Gut. Also, wir nehmen jetzt erstmal hier wieder alles auf, machen hier erstmal wieder die Türen auf. Das ist auch witzig. Ich mag eigentlich geschlossene Türen, aber die will ich immer offen haben. Aber dafür die immer geschlossen. Hm. Ja, manchmal ist komisch bei mir im Kopf. So, dann gucken wir erstmal, welche Patienten wir wieder hier am Start haben. Jen Shoemaker. Shoemaker. Hillary Henry. Alter. Sam Burton. Sam Burton. Den nehmen wir als erstes, den Sam. Und? Burton. der hat aber so einen. Oder ist das jetzt nur bei mir so? Der hat so einen leichten Rotstich. Naja, ist halt pink irgendwie, ne? Also er sieht noch recht lebendig aus, möchte ich mal sagen. Eine gute Hautfarbe. Das gefällt mir aber dann nicht, wenn der so recht lebendig noch aussieht, obwohl der tot sein sollte. So, haben wir alles? Wir haben alles. Wieder. Oh, hallo! Hallo! Haben wir das jetzt? Kannst du da hingehen? Das hatten wir letztes Mal auch. Dann hat die Hände aufgehalten. Das ist das, was Mutti meinte. Geh mal hin. Warte mal, aber letztes Mal war. Die hatte eine Münze. Letztes Mal an der Hand. Hatte sie? Pack mal Münzen dran. Das funktioniert. Hast du Bedemünzen drin gepackt jetzt? Ja. Wieso? Da muss ich mal ganz kurz... Spürt. Und was ist die Spülung rauslassen. 10 von 10, immer Mission. Immersion. Warum bin ich denn jetzt wieder hier gelandet? Lass mal spülen. Ja, so sieht's aus. Der sieht noch recht fresh aus. Ja, der Typ sieht wirklich noch recht fresh aus. Wir gucken mal... Immer noch. Okay, sie ist nicht mehr da. Cool. Erstmal Tür wieder zu machen. Wir machen das. Nein. Right. Who's knocking? Niemand? Okay. Mach die Tür wieder zu. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen rum. Ah. Ja. Oh. Hä? Verarschen? Schau mal in den Schubladen. Ah! Lol. Schweine die, Alter. Da muss erstmal einer drauf kommen. Hat er. Gut. Hat er. So, aber der hat hier irgendwie auch keine Zicken gemacht, glaube ich, oder? Nee, der war recht ruhig. Problem ist, wir achten auch nicht so wirklich drauf, ob der sich bewegt. Beweg dich. Also bis auf, dass er halt ja noch ziemlich fresh aussieht, ist mir jetzt nichts weiter aufgefallen. Nun gut, vielleicht ist er doch schlicht. Gut, dann nehmen wir uns mal die nächsten Patienten. So, wir nehmen die nächsten Patienten ist jetzt Hillary Henry. Ja. War das an den Wer Ofen? Ist da? Kannst du den Ofen öffnen? Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nee. Zum Glück nicht. Er sieht nicht aus wie Hillary. Scheiße, ich weiß nicht. Kann's nicht mehr sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Der grinst aber wirklich schon. Ja, ein bisschen. Oder ist das ein Grinsen oder nicht? Das hier ist bei ihm hier schon. Der lächelt. Das ist ein Grinsen. Tür zu. Die ist zu. Okay, dann lass uns mal. Rebecca, komm hier. Ach du Schatten. Na, geh mal denn da hin. Das hatten wir doch vorhin doch auch bei meiner Schicht. Mal, ja. Ja. Kann ich mir eigentlich jetzt was anderes angucken? Kann ich hier einfach... Mom. Ja. Weil sie sagt nämlich Mom. Ja. Weißt du? You stupid
Hate me all you want. He's dead because of you. Okay. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wake up, this plan. Answer me! Alter! Ja, schon unangenehm. Sehr unangenehm. Ah, oh, give it to me. So, das kam jetzt bei ihmchen hier. Also, ist schon mal auffällig, ne? Point number one, my friend. Erstmal wieder Tür zu machen. Exalted Schweindech. Oh, fuck you! Oh, krass. Oh, das war gut, das war gut. Was ist jetzt? Hallo? Siehst du was? Nee. Help, stuck in a completely black room. Warte mal. Ja. Ja, ist ein Bug. Ist ein Bug? Raus und vom letzten Checkpoint. Nochmal. Okay. Nee. Freunde. Hätte man auch schön untereinander machen können. Irgendwie. Das ist so geil. Ja, kommt ein Geräusch, dann kommt erstmal hier. Da kommt der Zettel. Da kennst du nichts. Erstmal das. Genau. Hä? Willst du mich verkackern? So, weiter. Okay, die 9. Oh. Hallo. Gollum. Aber es ist die Schattengestalt. Ich sehe das Problem nicht, also ist es nicht da. Richtig. Wir kümmern uns um den Patienten. Ne? Denn das Wohl des Patienten liegt uns am Herzen. So sieht's aus. Ne? There we go. Ist jemand noch da? Ja. Okay. Er wartet nur auf sein Precious. Ah ne, da ist er nicht. Ne, da unten war ja die Getränke. Achso, ja genau. Da laufe ich wieder andersrum, weil die nämlich hier drin sind. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade wirklich mit dem Flackern der Lampe halt gerade gedacht, sie reißt dann die Augen auf, ey. Mann. Er ist weg. Scheiße. Was grinst du mich denn hier an? Der ist ja mal geil, Alter. Der ist ja krass. Was willst du? Da! Hast du? Ja, hat er. Hat er. Ah, der war fies. Der, also. Aber jetzt können wir mal gucken, wo. Bei Henry. Das ist seiner. Ja, ja. Das ist seiner. Ich würd ihn jetzt auch preferieren. Ich würde auch sagen. Kennen wir eigentlich den Unterschied zwischen dem weißen Dämon oder dem schwarzen? Nee. Hat irgendjemand von euch im Chat eine Idee? Wofür steht der weiße Dämon und wofür dieser Schattendämon steht? So, mein Kleiner. Wir sind jetzt hier soweit fertig. Wir packen dich jetzt einmal, wir lagern dich hier mal kurz zwischen. Genau, danke schön. Lass dich aber draußen. Es ist immer noch da. Interessant. Also es ist immer noch gültig. Wir haben jetzt also schon 3 Symbole. Wir müssen nämlich hier... Oh, Mann! Happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy. Muss das echt jetzt noch auf der letzten Schicht hier sein? Ah, oh, genau, der letzte hier in der Schicht. Ich muss jetzt so ein Kasperkopf sein. So, weißt du, so, nö, hallo. Ach, Freunde. Oh, krass, mit so einer weißen Schminke, egal wie weiße Zähne du hast, die sehen nicht weiß aus, wenn du so eine hellweiße Farbe irgendwie im Gesicht hast, glaube ich. Ja, ja. Die sehen immer gelblich oder sonstiges aus. Bei ihm sehen sie jetzt sehr grünlich aus.
There we go. Der Sachsen-Dialekt ist gar nicht so schlecht. Was heißt denn nur, der ist nicht so schlecht? Der ist super. Da gibt's aber gar nichts zu meckern. Achso, ja, die Eye-Caps waren das ja hier. Damals, das kenne ich nur von meinem Freund Lars aus Dresden-Gobitsch. Mit dem habe ich damals als Kind an der Ostsee Urlaub gemacht. Alright. Seine Eltern waren mit meinen Eltern befreundet und da haben wir 2 tolle Wochen verbracht. Und da habe ich mir das angewöhnt. Lars aus Dresden-Gobitsch. Wenn du das hier siehst, ich grüße dich, mein Freund. Ja, tatsächlich habe ich so eine Affinität zu Dialekten irgendwie. Warum? Weiß ich selber nicht irgendwie, aber manchmal verfalle ich irgendwie sehr schnell in die... Oh! In die Dialektik meines Gegenübers. Was manchmal dazu führt, irgendwie, dass der mir das krumm nimmt. Weil er denkt, ich verarsche den irgendwie. Boah, scheiße, da komme ich nicht an die Tür ran. Into the dark! Wenn sie... Fuck you, Alter. Hab ich jetzt wieder so ein Blackscreen-Buggy-Kack oder was? Nope. Ich bin einfach irgendwo am Arsch der Welt draußen. Warte mal, da war der Lichtschalter. Rechts, 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 da ist der Lichtschalter. Sehr schön, sehr schön. Die scheiß Tür zu. Oh, so. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, Freunde, weiter. Ohne Stress, ohne alles. Einfach weitermachen. Apathische Starren in die Ecke. Warum bist du schon wieder hier? Hi, Grandma. Geh weg. Okay, warte mal. Kann ich sie jetzt einfach... Okay, okay. Was? Don't you miss me? Ich will weg. Alter. Lass mich weg. What? Lass mich doch... I thought maybe you could slit your wrist for me. What? Just a little cut. Nee. Oh, what's wrong, Rebecca? Du hast eine komische Körperhaltung. Don't be afraid of your... Fuck, Alter! Ah, schön, 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 wenn's mal schön ist. Irgendwie. So, ist das jetzt... So, coole Animation. Ja, Okay. Das ist geil. Ach, schön. So, warte mal. Ich wollte eigentlich nur ausprobieren, ob ich Grant mal reinlassen kann, aber ich wusste nicht, dass sie sich einfach selbst da... Jetzt wissen wir, dass, was passiert, wenn Grandpa nicht rinnen lässt. Na, schließt. Mir geht's gar nicht so gut. Nee, unser eigener Ausweis bringt uns, glaube ich, gar nichts. Den können wir uns aber gleich nochmal angucken, aber soweit ich weiß, ist da jetzt keine weitere Info drin, ne? Sondern nur von unserem Käfer. Haben wir nur Full Access und ansonsten können wir damit nichts machen. Wir können ihn auch nicht mitnehmen, was ich auch sehr komisch finde. Naja, was komisch war. Aber, ja, mein Mitarbeiterausweis, quasi. Ja, aber den lasse ich auch immer dann in dem Schränkchen drin. Macht gar keinen Sinn. Warum ist es auf einmal so ruhig? Okay. Ho! Oh, okay, okay, nice. Das ist neu. Oh shit, Alter. Oh shit. Was? Bin ich denn jetzt hier? So, das erinnert mich auf jeden Fall an Plop! From the Darkness. Oh, 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 oh. Freunde? Brett wieder zugemacht. Hm. Ah, guck mal, schau mal. Schau mal, ein schönes Klemmbrett. Interessant. So, was ist... Get tubing by bed, get needle from the bathroom, find lighter. Get spoon from coffee table and find full baggy.
und Kitchen's Counter. Kitchen's Counter. Ja, na denn, weißt ja, was du zu tun hast. Krass. Okay, fangen wir mal an. Tubing by bed. Nehmen. Wo sind die? Da liegt was. Das hier? Nee, der, ach nee, das, da. Genau. Alter, schlau, verstehst du, für den ja. Frankfurter Applaus. Get needle from a bathroom. Ja, dann komm mal her, needle, wo ist er? Oh, eine schöne dreckige, wunderbar. Feind Leiter. Wo ist das Feuerzeug? Wo ist das Feuerzeug? Ein Teebeutel, schön. Da ist es. Wunderbar. Alter, ist jetzt nicht euer Ernst? Ein Full Baggy und Kitchen Karte. So, das hier, oder? Kannst du den Schrank öffnen? Oh, nee, das da. Okay. Krass. Oh, krass. Oh, krass. Läufst du, oder? Ja, das bin ich. Und vor allen Dingen, ich hatte die Hände von der Tastatur. Ich hab das jetzt, also... Die Reflexe waren da. Okay. Alles wieder normal. Nice. So, haben wir denn noch hier so ein Dings hier? Können wir noch den letzten finden, oder was? Ist er. What? Door is open. Which door, du? Warte, wenn die Tür gemeint ist, so. Jetzt ist sie wieder zu. Das ist ja die Haupteingangstür, ist offen. Alter, nee. So, na dann, meuchst du ihn durch? Meuchst du? I can't use that here. Warum? Was? Warum? Achso. So. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier und das hier angucken von unserem Schäfer. Das hier? Dann ist es Anek. So, T. P. H. 9. Stevie ist kein Verlass. Erstmal rumhegen. Kenn ich ja nicht anders, Benny. Kenn ich ja nicht anders. Und das hast du jetzt davon. Bitte schön. Fuck you. Du kommst nicht immer näher, oder? Doch. Du Fucker! Schön. Ist aber unangenehm. Immerhin. Nee, nee. Geh schon hin, kleiner Schiss. Siehst du das da oben? In der Ecke da? Das helle Leuchten? Ja, ist einfach bloß so frame. Los, hin da. Ey, die grabbelt mich wieder. Und es kann doch nichts passieren. Es kann doch nichts passieren, Benny. Warte. Nee, warte. Die gerade hinter mir lachen hören. Lass mich in Ruhe, Fräulein. Wer? Okay, cool. Wir nehmen dich, Mr. Joker, und packen dich. Ist interessant, weil weg. Die Musik immer mehr anschwillt jetzt. Ich hab den Joker-Man in On The Fly und packe den da rein, nehme den. Ja, du kannst machen, was du willst, ist mir fucking egal, Fräulein. Flupp, wir marken dich als Fresse und auf Wiedersehen. Irgendwer lacht, ist mir egal. Kann ich dich hier einfach wieder zumachen? Okay, jetzt kann ich nicht zumachen. Zieh mal die Türen. Welche Tür? Durch die da? Ne, die andere. Die da? Ja. War da oben genannt? Ne, schade. Hallo! Na, da warum?
Ey, ich hoffe, wir haben jetzt auch den richtigen ausgewählt durch den. Durch den Bug. Naja, wäre jetzt was anderes für dich relevant geworden? Also wäre jetzt ein anderer, wo du sagst, so der wäre gewesen? Der Clown war jetzt einfach der Clown, also Clown, ne? Weil halt Clown. Spannungsbogen. Nice. What? Was hey, little love. Ben? Dad? Dad? I'm here. It's all right. Der ist Ben? You're safe. Oh my god, Dad. Hey, sweetie, it's all right. I ruined everything. No. My little girl, don't do this to yourself. You've suffered enough. If I had been like Mom. You're not like her, Rebecca. Your mother, she gave up on life long before she died. What happened to me was the result of choices you should have never been exposed to. You changed your life. And I'm so proud of you. You changed too. Not before I heard you. What? Sweetie. What the? You can't do this to yourself. Don't remember me. Not before me I like hurt you? Also, this. Nicht bevor ich dich verletzt hatte? Yeah. I don't want to forget you. If you Kurve gekriegt vom Drogenentzug. You'll only remember pain. The best of me is in you, sweetie. I'm with you forever. I just miss you so much. Every day I don't know where to go without you. Shh, I know. I know it's hard. But you know where to go. You've already found it. Listen. Souls are suffering, Rebecca. But you can help them. Okay. You can bring comfort and closure to the living. And let the dead rest. Let the dead rest, Rebecca. I love you. Dad. I love you. Das war ein schönes Ende. Schön. Okay. Also hat Mutti auch gerade geschrieben, wenn er sich nur nicht in den Dämon verwandelt, ist das ein voll schönes Ende. Ich stand auch, ich war die ganze Zeit gerade noch angespannt, dass das irgendwie, dass der sich noch verändert oder so. Und auf einmal Jumpscare, es fuckt mich wieder komplett verzitzt. Ja, genau. Nice. Ihr wisst, Ende 5 von 5. Cool.